Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit mir, dem DevDex. Ja, heute schauen wir uns das Spiel Quantum Break an. Ist ja am 5.4. erschienen für die Xbox One und ist ja somit auch ein Exklusivtitel, halt dann ja nur für die Xbox One erhältlich. Und ich habe mir das Spiel gestern Abend gekauft, runtergeladen und hab mir gedacht, komm, wenn ich den ersten Einblick in das Spiel wage, warum nehme ich euch da nicht ganz einfach mit? Und ich würde sagen, ohne viel Tamtam, wir legen los. Zum Spielen die A-Taste drücken. Jawohl. Ja, jetzt kommen wieder die Helligkeitseinstellungen. Die lasse ich immer so auf Standard. Okay, wenn das Symbol erscheint, dann haben wir hier mit dem Autospeichern zu tun. So, befinden wir uns jetzt hier in dem Menü von Quantum Break. Hier haben wir wieder Options, ne? Gucken wir mal, was haben wir denn hier alles Schönes? So, gucken wir mal. Tutorials anzeigen, lassen wir mal an. Zielempfindlichkeit lassen wir auch mal auf 50. Zielunterstützung vollständig lassen wir auch mal drin. Zeitkraftunterstützung lassen wir mal. Nee, hier wollen wir nichts. Ich will keine Kameras inventieren, da habe ich keinen Bock drauf. Stärke der Vibration stark aus. Ja, machen wir mal stark, komm. Ja, da würde ich sagen, gehen wir einfach zurück. Nee, irgendwann noch andere Einstellungen. Steuerung. Ah, sollte ja eigentlich soweit klar sein. Schild, Springen, Blick. Da wird dann bestimmt eh hinterher nochmal im Spiel erklärt. Von daher ist das eh erstmal völlig Wumpe. Audio. Ah, können wir alle so lassen. Ah, Untertitel lassen wir aus. Brauchen wir nicht unbedingt. Machen wir mal ein neues Spiel. Und ich fange mal an, das Spiel auf leicht erstmal zu spielen, um erstmal mit dem Game klarzukommen. Und dann werde ich halt später natürlich auch nochmal auf schwer spielen, weil wie gesagt, da gibt es einen Erfolg. Ich bin mal gespannt, wie schwer das Spiel dann wirklich ist, auch schwer. Ja, ich würde einfach sagen, legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich glaube, im Ladescreen haben die geil gemacht, diese Sanduhrmäßig. Die Zeit ist Todesursache Nummer 1. Sie kriegt uns alle. Was Sie wissen müssen ist, die Zeit ist zerbrochen. Ein wachsender Riss führt zum Ende der Zeit. Und wir suchten was, um es in Ordnung zu bringen. Aber es ging schief. Paul Serene konnte uns aufhalten. Er hat Superkräfte. Jack? Wie ich auch. Wir versagten. Jack. Und natürlich gab es Zeitreisen. Jack. War das jetzt zu schnell? Okay. Was besprechen wir als erstes? Sagen Sie es mir. Nochmal von Anfang an. Als Sie zum ersten Mal zur Riverport-Universität kamen. Ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Mein Bruder Will war Wissenschaftler. Er war auch beteiligt. Paul meinte, es würde die Welt verändern. Er hatte recht. Wow. Hey, Mann! Pass auf, wo du hinfährst! Fick dich! Verschwinde von der Straße! Schlampe. Die Riverport-Universität. Wir sind da. Hey. Danke, Kumpel. Kein Problem. Sie waren 6 Jahre weg.
Paul und ich waren in Kontakt geblieben, aber mit Will nicht wirklich. Vieles hat sich verändert. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich war glücklich, Paul wiederzusehen. Guten Morgen. So, wir befinden uns jetzt hier in dem Spiel. Ja, ich habe im Internet habe ich gelesen, wenn man dann halt irgendwie eine Raubkopie von dem Spiel bei Windows 10 jetzt hat. Ich frage mich, wie das halt gehen soll, weil das Spiel halt im Store ist. Aber nein, naja. Der Fehler soll natürlich dann auch kommen, wenn man dann nicht eingeloggt ist und man startet das Spiel mit seinem Xbox Live-Account. Dann trägt Jack halt eine Augenklappe und dann halt mit diesem Piratenemblem drauf. Finde ich eine richtig geile Sache. Haben die sich mal was richtig Lustiges einfallen lassen? Und ja, hä? Wo ist der Schwatte jetzt hin? Vielleicht muss ich mal hier hin. Ich bezweifle, dass er hier draußen ist. Ich gehe besser auf den Campus. Kann ich auch rennen? Ah, so kann ich schon mal die Schultersicht ändern. Wer ist das denn? Quatschen wir den mal an. Harte Nacht gehabt? Schei. Ach, ist doch jetzt auch alles völlig scheißegal. Paul, Jack. Bin gerade auf dem Campus angekommen. Wo steckst du? Wie schön, deine Stimme zu hören. Wenn du den Innenhof erreichst, dann schau nach rechts. Dort siehst du das schicke Physiklabor, in dem die Lichter an sind. Ich treffe dich dort drin. Ich freue mich so. Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum es hier geht. Ich weiß. Bis gleich. Warum um 4 Uhr nachts? Warum nicht bis zum Morgen warten? Paul war schon immer etwas dramatisch. Ah, so kann man sich sogar die Ziele angucken, wo man hin muss. Hey, wo geht es hier zum Physiklabor? Sie meinen die riesige Metallschildkröte hinter mir? Komm zu verfehlen, Mann. Danke. Die riesige Metallschildkröte. Schatz, können wir jetzt nach Hause? So, laufen wir mal zum Paul war schon immer Campus. Vom Erfolg getrieben. Er hat es auf eine ganze Reihe dieser junge Unternehmer des Jahreslisten geschafft. Und jetzt koordinierte er ein riesiges Projekt an der Universität. Für ihn war das eine große Sache. Eine ziemlich lange Reise, nur um ein Forschungsprojekt zu sehen. Zwischen den Zeilen las ich, dass Paul unter sehr viel Druck stand. Er brauchte einen Freund. Ich wollte ihm helfen, so gut ich konnte. Gibt's ja gar nicht. Jack Joyce. Höchstpersönlich. Der hochverehrte Mr. Paul Serene. Wie geht's, reicher Mann? Halt die Klappe und komm her. Willkommen zu Hause. 6 Jahre. Ich dachte schon, du kehrst nie zurück. Ja, ich auch. Komm mit. Da lang. Wir gehen nach oben ins Labor. Wie war der Flug? Erste Klasse, danke. Ein deutliches Upgrade seit unserem Roadtrip nach Utah. Ich vermisse diese Zeiten. Ich schätze, dass Will nicht zu uns stoßen wird. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Ich wusste, dass Paul Will um Hilfe bei seinem Projekt gebeten hatte. Will war die einzige Familie, die ich hatte, aber er war schwierig. Du verschweigst mir doch etwas. Geht es um meinen Bruder? Du machst dir immer noch Sorgen, hä? Wenn Will etwas falsch gemacht hat, dann... Jack, ich hatte einen Grund, mich bedeckt zu halten. Das Projekt, an dem wir arbeiten, es wird die ganze Welt verändern. Ach, warum habe ich das Gefühl, dass ich es gleich mit einer deiner langen Präsentationen zu tun bekomme? Wie käme ich denn dazu? Oh, sieh mal, eine perfekt platzierte Präsentation zu unserem Projekt. Wer hat die da wohl hingelegt? Schockierend. Okay. Spaß beiseite. Zum Labor geht's da lang. Komm. Direkt zum Labor. Ich hab jetzt keinen Bock auf die Präsentation. Da zieht das Video hier unnötig in der Länge. Ihr wollt ja auch mal irgendwie was sehen von dem Spiel und nicht einfach irgendwie Geschichte hier die ganze Zeit.
Willkommen zum Projekt Promenade. Ach du Scheiße. Ihr müsst eine Menge Kohle zur Verfügung haben. Was ist das hier alles? Die Zukunft, Jack. Vor dir siehst du die größte Entdeckung unserer Zeit. Sehr beeindruckend, aber Will ist der Wissenschaftler. Wozu brauchst du mich? Es gibt einen Grund, warum wir das hier um 4 Uhr morgens machen. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Du musst mir helfen, Will zu überzeugen. Ja, hatte ich mir schon gedacht. Als dein Bruder das Ausmaß unserer Anstrengungen erkannte, da... Nun ja, du kennst ja Will. Ja. Warte, ich muss was von meinem Schreibtisch holen. Will hat überreagiert. Er hat die Investoren vergrault, indem er behauptete, es gebe Rechenfehler, große Risiken. Alles ohne jeglichen Beweis. Es funktioniert, aber sie werden uns die Mittel kürzen, wenn ich es nicht beweisen kann. Naja, Leute, erstmal ganz viel Blubber-Blubber am Anfang, bevor man überhaupt zum Zocken kommt. Ich weiß, dass es mir schwerfällt, um Hilfe zu bitten. Ich stecke wirklich in der Klemme. Du musst verstehen, dass die Tests, die ich hier durchführe, nicht so ganz legal sind. Du bist der Einzige, dem ich vertrauen kann. Was Will auch getan hat, ich will es wieder in Ordnung bringen. Ich habe meinen älteren Bruder geliebt, aber er hat es mir nicht leicht gemacht. Im Wesentlichen ist alles schon vorbereitet. Aber du bist derjenige, mit dem ich das machen will. Jack, ich danke dir. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Handlungsobjekte, da haben wir 4 von 16. Die werde ich mir alle ganz in Ruhe sammeln, weil ich denke mal 100 pro, da wird es eh wieder einen Erfolg für geben. Du musst den Hebel dort drüben betätigen, an dem Kronanleitung steht. Dadurch wird der Kern aktiviert. Ich werde eine Diagnose durchführen und dafür sorgen, dass er stabil bleibt. Da wird nur die Kronanleitung initiiert. Sicher, dass das so richtig ist? Die Messung ist stabil. Was war das? Der Kern repliziert die Auswirkungen eines mikroschwarzen Lochs. Ihn zu aktivieren kann also ein wenig heikel sein. Ein schwarzes Loch? Was genau testen wir hier? Das wirst du gleich sehen, hier entlang. Wir müssen den Korridor anheben. Wie in alten Zeiten, was? Ein bisschen illegal und ein Stück weit unverantwortlich. Ich hatte früher schon so einiges mit Paul getrieben. Aber das hier war etwas anderes. Allerdings wusste ich immer noch nicht, wie schwerwiegend und weitreichend die Konsequenzen sein würden. Wie konnte ich auch? Aber ich kannte Paul. Er spielte den Coolen, aber ich sah, dass er nervös war. Es ist soweit. Wir machen es wirklich, Jack. Das wird der Wahnsinn. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du brauchst ihn, um den Korridor zu aktivieren. Für die Aktivierung müssen wir beide Schlüssel gleichzeitig umdrehen. Reine Sicherheitsmaßnahme. Bereit? Wie bei einer Atombombe. Warte, wir aktivieren doch keine Atombombe, oder? Finden wir es raus. 3, 2, 1. Verdammt, Paul. Was ist der das? Der Korridor. Der Passagier tritt am einen Ende ein, folgt der Schleife, tritt am anderen Ende wieder aus. Und erscheint zum festgelegten Zeitpunkt dort, wo die Maschine genau dann physisch steht. Passagier? Warte... Warte mal, dieser Korridor ist für... Du hast tatsächlich vor, in das Ding zu steigen? In die Maschine? Durch die Zeit? Das ist eine verdammte Zeitmaschine. Ich werde der Erste sein, Jack. Mit dir als Zeugen. Das ist verrückt, Paul. Das kann ja wohl nicht sicher sein. Was ist, wenn... Unser Team hat in der Testphase bereits bewiesen, dass es funktioniert. Sie ist bereit.
Wir haben jeden einzelnen Test bestanden, jede einzelne Inspektion. Wir sind dabei, Geschichte zu schreiben, Jack. Du musst einfach nur diesen Schalter umlegen. Okay, dann wollen wir den Schalter mal umlegen, ne? 2 Minuten in die Vergangenheit. Merk dir diesen Moment. Paul, was? Wie? Keine Sorge. Alles okay, bleib ruhig, Jack. Bleib ruhig? Jetzt gibt es dich 2-mal. Du hast dich verdammt nochmal vervielfacht. Das hier ist genau das, was passieren sollte. Dass er ist eine Zukunftsversion von mir aus... 2 Minuten in die Zukunft. Ein böses Zukunfts-Ich. Geschafft! Einfach unglaublich. Ich meine, was das für uns bedeutet. Wir könnten die Menschen vor Unheil warnen. Unheil warnen, Krankheiten heilen, bevor sie sich ausbreiten. Die Unterhaltung hatte ich gerade. Hört sich beim 2. Mal immer noch gut an. Meine Güte. Jetzt geh du in die Maschine. Du musst den Kreis schließen. Ja, ja. Natürlich. Warte, Paul, was tust du? Es ist alles eine Schleife, Jack. Ich muss in die Maschine und zu dem Moment zurückreisen, an dem ich die Maschine verlassen habe, um hier zu sein. Und wenn du das nicht tust? Es gibt kein Was, wenn. Ich bin hier, es ist schon geschehen. Du hast es gesehen, Jack. Wir haben es geschafft. Nein, das ist unmöglich. Das ist einfach unmöglich. Ich kann gar nicht... Wir können jetzt nicht aufhören. Wir müssen die andere Richtung testen. Stell die Maschine auf 5 Minuten in die Zukunft ein. Was tust du da? Oh nein. Jack. Will. Du musst mir helfen. Wir müssen das Ding abschalten. Nein, 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 halt ihn Halt's auf! Maul. Er warte, beschädigt warte, den Kerl! Jetzt, warte mal! Wir können es nicht abschalten, Paul ist noch da drin! Will. Halt's Maul! Sieh Halt's Maul! Sieh mich an! Nimm die Waffe runter, dann reden wir, okay? Ja, der sieht aus wie der eine Schauspieler von Lost da, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Der mit der Knarre, der sieht echt aus wie der von Lost, ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Wird enden! Jack, bitte vertrau mir! Sonst was? Halt ihn auf! Nein, ich hol dich da raus! Oh Gott, oh nein! Nein, 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 nein! Raus, kümmere du dich um Will. Ja. Okay. Wills Worte halten in meinem Kopf wieder. Die Zeit wird enden. So, da haben wir auch direkt den ersten Erfolg gekriegt. Jetzt dürften wir richtig in-game sein. Wir haben die Zeit zerbrochen. Was zur Hölle? Das ist verrückt. Will! Will! Komm schon, Will. Jack. Hey, Will.
Der Nullzustand. Was haben wir getan? Sie hat mich gewarnt. Ich wusste, dass sie recht hatte. Die ganze Zeit über. Ich habe Paul gewarnt. Es hätte vermieden werden können. Es ist zu spät. Jetzt gehen wir mal wieder zum Paul. Jetzt komm! Die klemmt! Das sollte nicht passieren! Die Zahlen sind doch... Die Anomalie ist kollabiert. Nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Jack! Ah, rennen tut er von automatisch, also eher so Sorge. Ich wollte Paul nicht im Stich lassen, aber es gab keine Möglichkeit, ihm zu helfen. Ich wusste nicht, wo er landen würde. Hier rein! Schnell! Zur Hölle. Schnell! Hier entlang! Oh, der kickt mich weg. Jack, deine Hände. Wir müssen weiter. Nein! Jack, du hast... Was ist? Los. Hier lang. Weiter. Das war das erste Mal, dass sich meine Kräfte bemerkbar machten. Ein unkontrollierbarer Energieschub, der Will gerettet hat. Jack, weil du so nah am Impuls warst, muss er deine Verbindung mit dem Kronon-Feld verändert Will. Haben. Was ich da eben getan habe. Was zum Teufel ist hier los? Das versuche ich dir gerade zu erklären. Aber nicht so, dass ich es verstehe. Eine Explosion ist schlecht für die Zeit. Wenn die Zeit ein Ei ist, dann ist dieses Ei jetzt zerbrochen. Das Zeitei ist im Arsch. Was? Wieso geht es denn jetzt um Eier? In der Zeit ist ein Riss. Sie bricht auseinander. Und das führt zum Ende der Zeit und die Tür. Was? Verschlossen. Ich habe keine Zugriffsrechte mehr. Das hat nichts gebracht. Geh zur Seite. Ich krieg sie schon auf. HQ, sichere Serverraum. Will, da sind noch mehr. Versteck dich. Haltet die Augen auf. Könnte sein, dass sie hier entlang sind. Sie kommen. Hier rein. Ich habe Paul gewarnt, dass die Berechnungen falsch sind. Ich habe versucht, dich dazu zu bringen, mir zuzuhören. Indem du mir eine Waffe vor die Nase hältst? Ja, eine Waffe. Das anerkannte Symbol für Hals, Maul und hör mir zu. Wie immer, ganz logisch. Du... Nein, was denn? Ich weiß nicht. Ist alles in Ordnung? Sicher, dass er nicht wieder rauf ins Labor ist? Vielleicht ist er zurück und hat versucht mit dem Service... Das ergibt alles keinen Sinn. Wie? Warum bist du überhaupt hier? Das ist im Moment deine größte Sorge? Aus seinem Versteck zu scheuchen. Paul bat mich, dein Chaos in Ordnung zu bringen. Mein Chaos? Verstehst du überhaupt? Kümmere mich drum. Ich sehe da hinten überhaupt nichts. Vielleicht muss ich dahinter kriechen. Scheiße! Leider Team, Sichtkontakt. Ziel verlässt den Servicelift. Du hast sie gehört, los. Du kennst die Zusammenhänge überhaupt nicht, Jack. Du warst nicht hier. In 6 Jahren ist viel passiert. Hier geht es um mehr als uns. Nimm's nicht persönlich. Sie versuchen uns zu töten, Will. Das ist schon sehr persönlich.
Glaub mir, das Letzte, was ich wollte, war, dich mit reinzuziehen. Es tut mir leid. Das Spiel hat halt sehr viel Vorgeschichte. Der Riss in der Zeit wird immer größer. Wir müssen etwas dagegen tun, bevor es zu spät ist. Wie? Als Erstes müssen wir zu meinem Wagen. Mach du das mit der Tür. Will, runter! Oh Gott! Sie ist bewaffnet. Eröffne Feuer! Wir sitzen fest! Hab ich auch schon bemerkt. Himmel! Los, Jack, los! Bist du... Wacht, ja. Eingegeben! Bleib unten! Halt dir nicht ein, Joyce! Dann hört auf, auf uns zu schießen! Auf Deckung! Rein theoretisch, ne, dürfte das Spiel auch schwer eigentlich keine Probleme darstellen, weil du halt schön in Deckung gehen kannst, ne? Ah, der hat ein Helmchen auf. Will, alles in Ordnung? Ich glaube schon. Aber Jack, das war... Ich weiß. Das ist völlig... Ich bin gespannt, ob der Muni aufsammeln selber macht. Ich hab schon mal eine MP. Benutzt. Ich war schon in brenzligen Situationen, aber ich wurde noch nie von professionellen Gangstern gejagt. Geil, du hast sogar von der Pistole unendlich Muni. Das ist schon geil. Das heißt, dann dürfte auf schwer das Spiel eigentlich gar kein Problem darstellen. Paul war sich sicher, dass das Experiment funktionieren würde, dass die Zahlen richtig waren. Weil seine Spezialisten ein Haufen Vollidioten waren. Ihre Formeln haben diese Variablen nicht berücksichtigt. Du korrigierst jetzt die Formeln? Wenn sie das vorher gemacht hätten, wäre das nicht passiert. Lass uns hier verschwinden. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Da ist der Lift zur Lobby. Warte. Er kommt runter. Versteck dich! Nicht schon wieder. Los, 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 los. Das schaffst du. Das schaffst du. Wo sind die anderen? Das gefällt mir nicht. Du hast die Schüsse gehört. Da ist was schiefgelaufen. Ey, der andere Joyce ist auch. Wir müssen ihn umgehen. Ey, das haben die richtig geil gemacht, ne? Dass du hier auch wieder Konsequenzentscheidungen hast in dem Spiel. Weiß ich doch nicht. Jetzt kannst du ja rein theoretisch sowieso hier so durchlatschen. Weil das ja eh auf leicht ist. Die Zeit spielt wieder verrückt. Ach was. Wir müssen los. Raider-Team. Sind Jack und William Joyce in Gewahrsam? Hast du das gehört? Sie kennen unsere Namen. Sie wussten, dass wir hier sein würden. Sie sind hinter der Zeitmaschine her. Wir können nicht zu deinem Wagen. Mona könnte dort auf uns warten. Wir müssen, Jack. Es ist wichtig. Der Riss muss repariert werden. Wir müssen zu meinem Auto. Okay, also. Erklär mir das mal, Will. Die Zeit ist also zerbrochen. Gut. Und jetzt sagst du, dass wir das reparieren können? Theoretisch schon. Ich habe für so einen Fall etwas gebaut, vor vielen Jahren. Aber es wird nicht einfach sein, die Gegenmaßnahme zu finden. Die Gegenmaßnahme? Was? Okay. Was ist? Vielleicht lassen sich die Türen noch öffnen. Ich versuch's mal. Irgendwie konnte ich mich darauf konzentrieren und Will aus seiner Starre lösen, auch wenn die Welt noch eingefroren war. Anomalie! Sie hatte recht. Mit dem Riss. Mit allem. Das gleiche im Rekord-Sturmgewehr. Das ist so geil, du kannst sie einfach entwaffnen. Richtig cool, jetzt haben die gar keine Waffen mehr in der Hand. Wenn die Anomalie...
Anomalie kollabiert, sollten wir besser weg sein. Ich klau den einfach mal alle schön die Waffe. Wo ist denn Will jetzt hin? Wo ist der? Wir wissen nicht, wie lange das dauern wird. Gehen wir! Ach, der ist hier vorne. Oh, gib mal alle eure Waffen her. Zack, zack, zack. Sieh dir das an, sie ist völlig verängstigt. Was machst du? Sie soll sich bewegen. Sie bleibt erstarrt. Es hat bei dir funktioniert. Warum funktioniert es bei den anderen nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es etwas mit den Kronenpartikeln zu tun. Schau sie dir an. Das ist eine verdammte Invasion. Was machen sie? Und warum? Zack. Kinderleicht verlieren die ihre Waffen. Wir können durch den Hörsaal zum Parkplatz gelangen. Wo ist der schon? Der Will. Ach, da hinten. Du sagtest, da kann man auch Spieler leicht Muni einsammeln. Beth Wilder. Es ist kompliziert. Ich erkläre es im Auto. Durch diese Tür. Ali ist kollabiert. Für den Moment. Oh nein, nein, mein Wagen. Sie bewachen den Parkplatz. Oh Gott, das ist... Okay, okay, Will. Beruhige dich, okay? Ich kümmere mich darum. Ich werde mich durchkämpfen. Ich hol das Auto her. Bist du sicher, dass du das schaffst? Nein, bist du sicher, dass du die Zeit retten kannst? Nein. Dann sind wir wohl quitt. Hier, die Schlüssel. Hey, Jack. Sei vorsichtig. Ja, okay. Werde ich. Okay. Was zur Hölle? Meine Kräfte wurden stärker. Ich konnte jetzt Dinge fühlen. Warnungen. Und auch Echos aus der Ich habe gerade Befehle von Monarch Actual erhalten. Da wir schon mal hier sind, sollen wir den Wagen von William Joyce finden. Gibt's ein Kennzeichen? Sie arbeiten dran. Wahrscheinlich irgendein Schwachsinn wie Xenon oder Neutron. Guck mal, ob ich die im Nahkampf ausschalten kann. Okay, das hat sich erledigt. Sieben Parkplätze zur Auswahl und du musstest den hier nehmen. Dein ist die Gefahr, nächste Gefahr. Spielen leicht findet man die nächste Gefahr. Okay, wo ist dein Auto, Will? Ich konnte ein Echo aus der Vergangenheit sehen. Wie Will in die Universität gekommen ist. Ich hoffe wirklich, ich bin nicht zu spät. Das... Ich sehe die Vergangenheit. Ich hoffe wirklich, ich bin nicht zu spät. Na bitte. RB Zeitstopper? Etwas hatte sich verändert.
Ich konnte die Hand ausstrecken und die Zeit in einem bestimmten Bereich anhalten. Nein, von mir! Du weißt nicht, was du tust! Will! Fuck! Sie kommen von da, wo ich Will zurückgelassen habe. Ich muss zu ihm. Schnell! Frisch ist mein... Was angetan habt! Müsste ich echt bringen, ein Gameplay, wo ich das Game nur mit Pistole durchzock. Ich gehe rein! Ziel flankieren! Das ist geil. Da machst du einen schönen Zeitstopper. Ich will die Pistole. Und dann machst du für den Punkt, machst du einen Zeitstopper. Und dann bündelst du halt dadurch schön die Projektile, ne? Und wenn die Zeitstopper vorbei ist, dann fliegen die alle auf den Gegner. So zum Beispiel. Und direkt kippt da um. Ich weiß nicht, Zeit... Ah, okay. Die Kräfte, die haben an der Seite, wie wir sehen, wenn wir das aktivieren, haben die so einen Kreis zum Aufladen. Ich mach das mal, ich mach mal einen Zeitstopper einfach und dann seht ihr das da. Da müsst ihr jetzt mal rechts achten. Und gleich geht der weiße Kranz wird voll. Jack Joyce. Wo ist er? Wo ist mein Bruder? Sie bringen ihn in die Bibliothek. Vielleicht kannst du sie noch einholen. Warum hilfst du? Du hörst zu denen. Es ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob du schaffen wirst, aber du solltest dich beeilen. Das war das erste Mal, dass sie Beth Wilder sahen? Ja. Aber sicher nicht das erste Mal, dass sie mich sah. Will. Will! Ach. Sollen William Joyce Leben fangen, wenn er sich nicht wehrt? Bitte! Bitte! Lasst mich gehen! Ich kann! Halt die Fresse! Halt einfach die Klappe, okay? TPL wird zum Wuschen. Scheiße! Los! Das ist geil, wenn man die Sachen richtig anwendet, dann ist das auch richtig geil eigentlich. Und weg ist er. Was zum Teufel ist da drin los? Du hast das so gewollt. Ich kann bis jetzt sagen, das Game richtig geil ist. Es macht Bock mit den ganzen Fähigkeiten. Ich finde das ein richtig cooles Game. Da bringen sie ihn hin. Was? Sie hatten immer noch keine Ahnung, dass Wilder ihnen half? Sie war nicht die Einzige. Ganzen verdammten Campus sind die Lichter aus. Jemand hat den Strom ausgeschaltet. Das sollte ein... Es ist Joyce! Ausschlagen! Das ist richtig geil. Du kannst so richtig geil nach vorne wuschen. Oder wuschen, keine Ahnung. Richtig geil. Und dann dadurch hast du Zeitlupenmodus. Dann kannst du so richtig geil halt aimen. Ich kann es nochmal zeigen. LB... Da müsst ihr LB oben drücken und direkt nach dem Wuschen LT drücken, halt zum Aim. Und dann haltet ihr dadurch ein bisschen die, also nicht die Zeit anhalten, aber ihr verlangsamt die dadurch. Ich mach das jetzt nochmal. Und dann kriegt man da so richtig geil Bullet Time auf alle Fälle hin. Jetzt fragen die wieder einige, warum zockt der ganze Zeit eigentlich mit Pistole? Der hat doch ein Sturmgewehr, ne?
weil ich da Bock drauf hab. Und weil die Pistole sowieso sehr genau ist, sag ich mal, was Headshots angeht. Ist ja bestimmt durch die Tür da vorne. Nö, da müssen wir nicht durch. Da müssen wir hier hoch. Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Ach, nach da unten. Wie gesagt, ihr müsst da zwischendurch mal Y drücken. Weil dadurch wisst ihr dann, wo ihr hin müsst. Na gut, das, hä? Jetzt zeigt er mir das auch an, wenn ich Steuerkreuz nach oben drücke. Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Will, Sie haben ihn zur Bibliothek gebracht. Ich muss einen Weg nach drinnen finden, und zwar schnell. Wo kam das her? Ja, oh, wenn so einer so springen würde, der würde sich auf alle Fälle, irgendeine Grete auf alle Fälle brechen. Könnte ein Weg nach oben sein. Das ist ein Weg nach oben, Kollege. Schon, dafür ist keine Zeit. Ah, ihr wollt, dass ich die Zeit wieder anhalte. Irgendwie muss ich das Teil verlangsamen. Volltreffer. Also bis jetzt, muss ich sagen, gefällt mir das Spiel, auch wenn man bis jetzt, sag ich mal, noch nicht so viel gesehen hat vom Gameplay. Gefällt es mir halt recht so, ne? Von der Grafik auch sehr nice anzusehen auf alle Fälle. Bockt bis jetzt auf alle Fälle richtig. Aerith Prime, haben denn keine Zeitmaschine, sind auf dem Weg. Hey! Hände hoch! Ah! Was zum Teufel ist hier los? Ach, der ist da unten, okay. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Sie haben ihn. Ich frag mich, wo der Bruder ist. Feind gesichtet! Jetzt mach ich den. Wuschen und wui. Was war das denn jetzt? Der sollte mir jetzt nicht Bing öffnen. Der war nice. Der war geil. Erstmal schön ein Wuschen und dann... Hat man gesehen, wie sich Bing geöffnet hat. Fliegt in die Luft. Jetzt? Oha. Eine Großkaliberpistole. Die wird auf alle Fälle mehr Druck haben. Dafür knallt ihr auch dementsprechend lauter. Jack, lauf! Okay, mit der, die hat auch ordentlich Recoil, die Waffe, das muss man sagen. Wir müssen ihn umgehen. Aber dafür... Aber dafür ist die Waffe auch eigentlich, muss ich sagen... Hä? Ganz schön stark.
Jetzt mache ich den wieder wuschen. Cool, da fliegen auch so, wenn man gegen Wände ballert, dann fliegt da auch so ein Stein ab. Oha, Lucky Shot, würde ich mal sagen. Oder Luck Shot. Lucky Shot, das hat sich jetzt richtig scheiße angehört. Dir geht's gut. Was macht der da? Der soll da auch neu. Es gibt einen Haufen neuer kranker Scheiße, die du mir erklären musst. Wir müssen uns beeilen. Wo ist mein Auto? Die Farbe hat mir nicht gefallen. Holen wir uns ein neues. Was? Nein, Jack! Ich brauche meine... Warte kurz. Meine Aktentasche war in dem Auto. Ich kaufe dir eine neue. Ist doch nur eine verdammte Aktentasche. In der Tasche ist aber was, das ich brauche, um den Riss aufzuhalten. Und das konntest du mir nicht früher sagen? Ich war damit beschäftigt, entführt zu werden. Ja, nun, ich kann dich immer noch hier lassen. Ach, die kommen sogar hoch, die Drecksäcke. Hast du Theorien zur Fähigkeit, die Zeit zu manipulieren? Nein. Dann wär's aber Zeit für eine. Warum schießen die immer noch? Die wollten uns doch lebendig. Scheinen ihre Meinung geändert zu haben. Ich wollte eigentlich das Gasfass da unten, wenn das überhaupt eins ist, das rote da treffen. Geil ist aber, die kommen schon zu mir. Bisschen Hilfe? Wir müssen meine Aktentasche holen und dann Beth Wilder finden. Warum? Wer ist das? Sie weiß vom Riss. Ich vertraue ihr. Schön, dass du jemandem vertraust. So einfach ist es nicht, Jack. Ich habe dich nicht in alles eingeweiht, um dich zu beschützen. Beschützen? Schau dich um, Will. Sieh nur, wie beschützt wir sind. Das ist nicht meine Schuld. Beth hat mich davor gewarnt. Ich habe alles unternommen, um es aufzuhalten. So, ich würde einfach mal sagen, hier machen wir einen Cut. Jetzt haben wir schon fast 50 Minuten auf der Uhr. Und ich würde mal sagen, so für einen kleinen Einblick würde das reichen. Ich persönlich fand es ein bisschen schade, weil hat am Anfang sehr viel rumgequatscht, war sehr viel Geschichte, was jetzt natürlich dem Game nicht schlecht gegenüber ist, sondern gut, aber jetzt sag ich mal, für das Video war halt ein bisschen langweilig. Ich hoffe, ihr konntet dennoch jetzt, ihr habt ja ein bisschen kleines Gameplay dann hinterher am Ende dann doch noch gesehen, so ein bisschen mit Action und so, ein bisschen die Fähigkeiten habt ihr kennengelernt. Und ich würde einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar. Und ja, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Könnt mich auch weiterempfehlen. Ich würde einfach mal sagen, das soll schon wieder gewesen sein von eurem DevDex. Ich sage einfach mal Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal, haut da rein.